Welcome to Son Vida. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und ich zeige euch heute diese 6,4 Millionen Villa im wohl begehrtesten Stadtteil der Insel. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. Ja, Wahnsinn. Also ihr kommt hier erstmal rein. Es ist nicht einer dieser weiteren 0815 Bauhausvillen, sondern hier gab es wirklich ein Konzept, das ganz klar sich durch die komplette Linie zieht. Eine sehr, sehr markante Villa in einem, ich würde fast schon sagen, zeitlosen Stil. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier Naturstein an der Außenfassade verarbeitet. Wir haben schöne, hochwertige, dunkle Elemente. Das ist ja auch nicht mehr üblich heutzutage. Ihr seht hier diese Natursteinfliesen, die hier im Außen- und im Innenbereich verarbeitet sind. Das ist einfach ein Wahnsinn, ein Wahnsinnskonzept und einfach auch mal wieder was anderes. Denn ja, alles ist hell, alles ist weiß, alles ist modern. Ich mag das persönlich auch, muss ich ehrlich sein. Aber das ist einfach mal was anderes und deswegen bin ich total geflasht, euch heute diese tolle Villa zeigen zu dürfen. Und wie ihr sehen könnt, ja, wir kommen erstmal in diesen Eingangsbereich rein. Schöne Holzelemente, Tropenholzelemente. Dann haben wir hier insgesamt 4 Schlafzimmer, direkt im Erdgeschoss. Ihr seht, Parkett ist hier überall verarbeitet, Echtholz. Und wir haben diesen tollen Blick über Palma, den man auch nicht alle Tage hat. Ja, wenn ihr das sehen könnt, schaut euch das nochmal an. Stellt euch kurz vor im Gedankenspiel. Ihr steht morgens auf und habt erstmal mit einer Tasse Espresso oder Kaffee diesen Blick über Palma und über euren Pool. Das ist natürlich der Wahnsinn. So, vielleicht eine ganz wichtige Info. Das Haus bekommt gerade noch den letzten Feinschliff. Das heißt, wenn ihr auf der einen oder anderen Seite noch Baumaterialien seht, dann bitte seht uns das nach. Wir wollten euch das Haus jetzt schon präsentieren, weil wir der Meinung sind, dass das wirklich ein interessantes Produkt ist hier. In Son Vida ein besonderes Produkt ist und wollten entsprechend die Ersten sein, die die Möglichkeit haben, hiervon ein Video zu machen. So, die 3 Schlafzimmer, die wir hier haben, haben alle Zugang auf diesen Balkon hier. Das heißt, sie sind entsprechend verbunden. Wir haben Echtholzparkettböden. Wir haben Fußbodenheizung mit elektrischer Wärmepumpe im kompletten Wohnbereich verarbeitet. Und ja, Klimaanlage selbstverständlich individuell steuerbar in jedem einzelnen Zimmer. Und alle Schlafzimmer mit Badezimmer in Suite. Auch hier, wie ihr sehen könnt, steinverarbeitet. Ja? Hier wurde also nichts gespart in den Duschen. Einbauschränke mit jede Menge Stauraum. Und natürlich automatische Beleuchtung, wie ihr sehen könnt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ui, Soft Close haben wir noch nicht, aber ja, man braucht ja auch noch Luft nach oben, ne? So, und da haben wir hier das Gleiche eigentlich nochmal baugleich, deswegen laufen wir da jetzt nicht nochmal rein. Und ja, hier auch nochmal zum Dritten. So, dann haben wir hier noch eine Waschküche, die zeigen wir euch jetzt nicht, denn die ist nicht ganz so, ja, ansehbar. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben hier 2 separate Zugänge, falls man jemand fürs Housekeeping hat oder wie auch immer das Ganze dann gestaltet ist, dann hat man nochmal einen separaten Zugang. Dann kann der Housekeeper oder die Housekeeperin hier einmal reinkommen, hat das eigene Zimmer mit dem eigenen Bad und muss nicht über den Haupteingangsbereich rein. Ja, so wurde das konzipiert, wie man das eben gerne hat. Na, das liegt natürlich im Auge jedes Einzelnen. So, was ist hier hervorzuheben? Natürlich auch wieder die Glasfront. Ihr seht die Deckenhöhe, wenn wir hier mal runter schauen. Wir können eigentlich bis in den Keller schauen. Also schon Wahnsinn. Hier ist der Pool. Wir kommen hier rein, haben über die Glasfront direkt den Blick nach Palma mit dem tollen Kronleuchter. So, dann kommen wir hier vom Eingangsbereich auch zum Hauptschlafzimmer hier im Erdgeschoss. Das ganz besonders gestaltet ist, wie gesagt, wir haben hier noch eine halbe Baustelle. Ich möchte es nochmal hervorheben, nicht, dass ihr sagt, wie könnt ihr denn so eine tolle Villa so präsentieren? Nein, uns geht es darum, euch authentisch jetzt schon mal zu zeigen, was es hier gibt. Und ja, im Idealfall natürlich auch den oder die richtige Käuferin zu finden. So, hier haben wir die Schränke. Ist auch ein, ja, dunklerer Parkettboden, den wir hier verarbeitet haben. Hier das Bad, also vom Feinsten, wie ihr sehen könnt. Den Marmorelementen. Und ja, den Lichteinfall, den wir auch haben. WC, Dusche, freistehende Badewanne. Also auch wirklich sehr, 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 sehr schön durchdacht. Natürlich haben wir hier hochwertigste Rahmen. Glas- und Schiebeelemente, keine halben Sachen, das ist richtig massiv, richtig schwer. Hier auch mit der eigenen Terrasse. Ja, ist natürlich schön. Habt ihr die Villen hier oben schon gesehen? Das ist Son Vida, das Bel Air von Mallorca. Viele sagen, das Beverly Hills von Mallorca. Ich finde das Bel Air von Mallorca doch treffender. Und ja, der Poolbereich, wie ihr sehen könnt, ist auch alles etwas anders als die meisten Villen.
sich mal etwas abgehoben. Wenn ihr mal hier hochschaut, dann seht ihr, das ist alles weiß, das ist alles hell. Teilweise hat man dann Naturstein, Sandstein aus Santani an der Fassade. Hier ist es doch nochmal ganz anders und entsprechend ist das konzipiert. Ihr habt diesen schönen Blick hier über das Grüne, über Palma und ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall sehen. So, dann habt ihr hier natürlich auch einen Aufzug, der über alle Etagen geht. Und ja, hier gehen wir nochmal über die Treppe hoch und zeigen euch ein Highlight dieser tollen Villa. Ja, auch hier ist eine Baustelle. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Ist aber fast fertig, wie ihr sehen könnt. Ja, oder weitestgehend fertig. Das heißt, hier wird nicht mehr lange Baulärm herrschen. Dann ist hier auch Schluss und dann hat man das auch. Und ja, hier haben wir die Dachterrasse. Das ist natürlich auch toll. Ja, auch mit dem Zugang direkt auf die Dachterrasse. Das heißt, wenn man vielleicht ein kleines Event hat oder eine kleine Party hier auf der Dachterrasse veranstaltet, dann hat man den separaten Zugang und muss eben nicht über das Haus hierher kommen. Natürlich auch nochmal sehr praktisch. Hier haben wir die Klimatechnik. Und ja, hier haben wir einen tollen Blick. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber der Blick ist doch Wahnsinn, oder? Findet ihr nicht auch? Das macht schon sehr, sehr viel her. Ja. Ja, dann sind wir hier im Wohnbereich. Mit dieser schönen Küche, die ihr hier sehen könnt und dem direkten Zugang zum Pool. Das ist natürlich ein Hanggrundstück. Entsprechend ist ja oben der Zugang nicht über das Erdgeschoss, sondern über das Obergeschoss. Und das hier ist tatsächlich das Erdgeschoss. Da muss ich mich noch mal kurz korrigieren. Ihr seht die großzügigen Glaselemente. Und wie ihr das erkennen könnt, wahrscheinlich auch über das gute Objektiv von unserem lieben Jihan, das Ganze ist natürlich gedämmt. Das heißt, man bekommt nicht die komplette Sonnenstrahlung hier rein, sondern man hat nochmal einen schönen UV-Schutz. Das ist ja auch nochmal interessant und hervorzuheben. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir eine wirklich ordentliche Deckenhöhe. Das heißt, es ist schon fast majestätisch, wie man sich hier fühlt in dieser tollen Villa. Ihr seht die Küche, also wirklich auch alles perfekt abgestimmt zum Farbkonzept. Die Elektrogeräte, die hier verarbeitet sind, sind natürlich von Gaggenau oder weitestgehend von Gaggenau. Das ist, glaube ich, ein Bora. Genau, das ist ein Bora-Kochfeld. Aber ja, das sind schon hochwertige Elektrogeräte auch. Und natürlich, ihr wisst, ich bin ein Hobbykoch. Das kann ich nicht oft genug sagen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier stehe, kurzes Gedankenspiel, schau über Palma, schneid hier meine Karotten ganz majestätisch. Also das macht schon was her. Ne? Also man kann Karotten schneiden oder man kann Karotten so schneiden und man kann Karotten so schneiden. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Karotten hier drauf zu schneiden mit dem Blick über Palma, dann ist das natürlich nochmal was anderes, oder? So, bevor wir euch jetzt das Untergeschoss und den Außenbereich zur Terrasse zeigen, hier nochmal dieser schöne Kronleuchter, zeigen wir euch das absolute Highlight dieser Immobilie, meiner Meinung nach. Vielleicht könnt ihr es schon erkennen oder habt es schon vorab in den Zwischensequenzen gesehen im Intro. Ich zeige euch das jetzt. Kommt mal mit und schaut euch das an. Ja, hier ist es. Viele Projektentwickler, gerade an diesen steinigen Hanglagen, decken das Ganze natürlich ab oder bauen den Stein ab. Hier hat sich der Projektentwickler gedacht, wir machen jetzt mal was Schönes. Wir setzen diesen Fels, den Stein, wo das Haus ja eingearbeitet wurde, einfach mal in Szene, schön mit Beleuchtung. Nachts ist das natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Und ganz anders, das sehen wir aber gleich unten nochmal, einen guten Vergleich, beziehungsweise hier auf der Seite. Und ja, das ist ein absolutes Highlight. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt hier euren Wohnbereich, ne? Seid auf der Couch, ganz entspannt am Abend und seht diesen Fels hier in Beleuchtung in Szene gesetzt, dann ist das natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Hier haben wir noch diesen dekorativen Kamin. Ich mache ihn nochmal an für euch. So, und dann seht ihr, es macht ja natürlich visuell auch nochmal was her. Na? Hat zwar keinen Effekt, aber sieht schön aus. Das ist ja bei vielerlei Dingen im Leben so. Ne? So, ja, das ist das absolute Highlight meiner Meinung nach. Natürlich auch die große Glasfront und das wirklich einmalige und markante Farbkonzept, das wir hier sehen. Die Steinböden, die dunklen Steinböden hier, die Außenfassade. Hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Ähnlich wie die Schlafzimmer oben aufgebaut. Ja, schön hell, wie ihr sehen könnt. Schön großzügig für so ein Gästezimmer oder wie man das auch nutzen würde. Also alles in allem wirklich sehr bunt. Und hier kann man das ganz gut erkennen, weil es hier etwas dunkler ist. Wie das natürlich dann nachts auch aussehen würde hier mit dem großen Fels. Also ihr seht, es wird wirklich schön in Szene gesetzt. Und das macht da natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck. So, hier haben wir noch ein Gäste-WC.
Dann sind wir auch durch hier im Erdgeschoss. Ja, hier im Untergeschoss auch nochmal ein Wohnbereich sozusagen vorgesehen. Hier auch nochmal ganz schön mit dem Fels, der hier in Szene gesetzt wurde. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Was hier besonders schön ist, ist die Dusche. Schaut mal rein. Da seid ihr direkt mit dem Fels verbunden, mit der Natur verbunden. Und das macht ja doch auch sehr viel her. Also ich finde das wirklich schön. Und dafür, dass das ein Untergeschoss ist, haben wir auch einen schönen Dichteinfall, natürlichen Dichteinfall. Das macht schon sehr viel aus. Und ja, hier haben wir auch nochmal den Zugang zum Außenbereich. Das Ganze ist auch eben und verglast, wie ihr eben schon gesehen habt. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ja, auf der anderen Seite ist vorgesehen ein Gymbereich, ein kleines Spa mit türkischer, wie sagt man, Banyo Turco, mit türkischer Dampfsauna und ja, auch einer Vorinstallation für einen Whirlpool. Also alles in allem ein wirklich rundes Objekt, ein beeindruckendes Objekt. Natürlich ist es jetzt nicht möbliert und ausgestattet, da macht das natürlich auch nochmal viel mehr her, gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir wollten euch das als erstes präsentieren und wir wollten euch das heute, so wie es ist, präsentieren. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Ja, dann kommen wir hier in den Außenbereich. Das ist natürlich an und für sich schon ein Highlight. Wir sehen uns jetzt nochmal die Fassade von hier unten vom Pool aus an. Also es ist wirklich schon sehr, sehr majestätisch. Also man hat nicht das Gefühl, dass das ein Haus für 6,4 Millionen Euro ist, was schon sehr viel Geld ist, gar keine Frage. Aber in Sonnenwieder wirkt das eher wie ein 10 Millionen Euro Haus, wenn ich ehrlich bin. Wir kennen ja den Markt relativ gut und ich muss auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt in Ordnung. Also nochmal, sehr, sehr viel Geld, 6,4 Millionen Euro ist unglaublich viel Geld. Aber für Sonnenwieder, für diese Lage ist das schon, ja, bekommt man wirklich was für sein Geld. Also das möchte ich vielleicht nochmal gesagt haben im Vergleich zu dem Angebot, was man hier eben hat. Das macht natürlich sehr viel her. Wenn man hier so steht, über Palma schaut, die Fassade sieht, die Außenfassade sieht, ist natürlich der Wahnsinn. Also der hat sich, der Projektentwickler und der Architekt, die haben sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und was sie vor allen Dingen wollten, war sich abzuheben. Denn es ist schon so, man hat eben diese Entwicklung, man hat den Trend, man hat diese weißen Würfel, die wir hier oben auch sehen, weitestgehend. Das ist auch schön, ich möchte es nochmal betonen, ich mag das auch. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Ladies and Gentlemen, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Videopräsentation angekommen, hier in Sonnenwieder, ja, der wohl begehrtesten Lage von Palma, dem Bel Air von Mallorca. Und ja, haben dieses tolle Objekt euch präsentiert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht hier nochmal ganz kurz die wichtigsten Key Facts zusammengefasst. Wir haben hier ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück. Wir haben eine 646 Quadratmeter bebaute Fläche. Eine wirklich imposante Villa, die sich auf 3 Etagen verteilt, zuzüglich Dachterrasse. Und ja, wir haben 6 Schlafzimmer, 8 Badezimmer. Wir haben einen vorgesehenen Spa-Bereich im Untergeschoss. Und ja, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wir haben den in Szene gesetzten Fels, den ihr gesehen habt. Selbstverständlich Fußbodenheizung in sämtlichen Bereichen über eine elektrische Luftwärmepumpe und ja, und selbstverständlich auch Klimaanlage in allen Bereichen. Ja, das ist eine absolute Luxusvilla, eine sehr besondere Luxusvilla, wie ich vorab schon betont habe. Und nicht immer wieder das Gleiche, nicht alles hell, weiß, schön. Ich meine, das hat natürlich seine Berechtigung, gar keine Frage. Ich mag das auch, aber das ist mal ein ganz anderer Stil. Und die, die es in diesem Stil mögen, die kommen hier alle mal auf ihre Kosten. Und man merkt wirklich, wenn man hier reinkommt, das ist sehr, sehr wertig gebaut worden. Hier wurde nicht auf hohe Renditen oder auf hohe Margen gesetzt, sondern wirklich auf Qualität, die man dann auch entsprechend an den Kunden verkauft. Zusätzlich haben wir natürlich hier diesen hochwertigen Außenbereich mit diesem schönen Pool, den ihr sehen könnt. Und ja, man kommt hier allemal auf seine Kosten. Ein Aufzug wurde verbaut und keine Kosten und Mühen wurden gescheut. Ja, das Ganze wirkt so in Sonnenwieder, als würde das 10 oder 12 Millionen Euro kosten. Aber dieses Haus, diese Villa steht zum Verkauf für 6,4 Millionen Euro im aktuellen Stand. Ja, wenn das Ganze für euch interessant ist, könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit kontaktieren. www.sae-mallorca.com. Gerne telefonisch, gerne über die sozialen Netzwerke. Ansonsten, ja, schicken wir euch ganz viel Sonne aus Sonnenwieder. Bis zum nächsten Mal und hasta luego. Thank you.